Mentales Training kennen die meisten von uns aus dem Sportbereich. Athletinnen und Athleten aus ganz verschiedenen Disziplinen nutzen Mentaltraining, um sich auf schwierige Wettkampfsituationen vorzubereiten, um mentale Blockaden zu lösen, um sich zu motivieren und insgesamt ihre Leistung zu steigern. Ursprünglich aber kommt Mentaltraining aus der Raumfahrt. Dort gehört es schon immer zur Ausbildung von AstronautInnen. Inzwischen ist Mentaltraining auch im beruflichen Kontext ziemlich bekannt, vor allem bei den Top-Führungskräften. Aber dieselben Prinzipien kannst auch du in deinem ganz gewöhnlichen Alltag für dich nutzen, was immer es ist, was du gerne zum Positiven verändern möchtest. Dein Ziel kann dabei alles sein. Alles, was du gerne umsetzen oder erreichen willst, sei es im sportlichen, im beruflichen oder persönlichen Bereich. Warum solltest du jetzt mental trainieren? Was hast du davon? Oft liegt ja das, was wir in unserem Leben gerne umsetzen wollen, also unsere Wünsche und Träume und Ziele, außerhalb unserer Komfortzone. Sie sind mit Anstrengung, mit Unsicherheit und Ängsten verbunden. Um überhaupt den ersten Schritt zu machen und dann auf dem Weg auch wirklich dran zu bleiben, braucht es Selbstbewusstsein, Mut, Selbstvertrauen und positives Denken. Es geht also um deine persönliche Weiterentwicklung, darum, dass in dir noch so viel mehr steckt, von dem du vielleicht im Moment noch gar nichts weißt. Du kannst mit mentalem Training über dich hinaus wachsen. Du kannst lernen, mit Herausforderungen besser umzugehen. Letztlich geht es aber auch um deine Gesundheit. Denn wenn du in deinem Leben über lange Zeit unzufrieden oder unerfüllt bist und bleibst und nichts dagegen unternimmst, dann wirkt sich das entsprechend psychisch und körperlich aus. Auch für die Selbsterkenntnis, also wenn du mehr Klarheit über dich selbst gewinnen willst, ist Mentaltraining eine super spannende Methode, weil es einen ganz anderen, tieferen Zugang zu dir selbst ermöglicht. Denn, und das ist der Knackpunkt, Mentaltraining zielt auf das Unterbewusstsein ab. Wir brauchen das Unterbewusstsein auf unserer Seite, um ein Ziel zu erreichen. Denn es steuert zu ca. 90% unser tägliches Denken, Fühlen und Handeln. Unbewusste Denkmuster sind daher sehr häufig der Grund, warum wir nicht den Erfolg bekommen, den wir eigentlich so sehr wollen. Viele Leute vermuten, dass Mentaltraining heißt, negative Emotionen, also wie zum Beispiel Ängste oder Selbstzweifel, zu bezwingen. Das ist Quatsch. Das Gegenteil ist der Fall. Es geht darum, alle Emotionen anzunehmen und zielführend mit ihnen umzugehen. Oft verdrängen wir ja im Alltag unsere negativen Emotionen, also wir schieben sie lieber beiseite, ob jetzt bewusst oder unbewusst, was ja aber kein gesunder Umgang ist und uns langfristig auch schaden kann. Im Mentaltraining schauen wir ganz bewusst hin und wollen verstehen, was eigentlich genau da in mir abgeht, damit ich künftig anders denken, fühlen und handeln kann. Dabei gibt es nicht das eine mentale Training für alle. Es ist ein Sammelbegriff für einen ganzen Koffer an verschiedenen Techniken und Strategien, die je nach Thema und Ausgangssituation anders aussehen. Wenn du mehr über die Techniken erfahren willst, in diesem Video stelle ich dir 5 Übungen vor, mit denen du deine mentale Stärke trainieren kannst.